Hallo Freunde des geilen YouTube Shorts, grüß euch, jawollingen. Ja, morgens um 9:30 gibt's dir dann, machst eine Aufnahme. Du kommst morgens eigentlich gar nicht dazu, gescheit zu spielen, weil nur Idioten auf Dead by Daylight unterwegs sind, um diese Uhrzeit. Also, es ist grausam. Mit Randoms zu spielen, welche zu treffen, die da mal mitdenken. Ich hatte nach der Runde, hatte ich noch eine Runde, aber da hat sich das Mikrofon wieder deaktiviert auf OBS. Ich denke, Alter, ja, also wegschmeißen, neue Aufnahme, ja, zwischenzeitlich kriege ich Post, also, aha, kommen wir jetzt zum nächsten Dings, Thema. Es kommt jetzt in Kürze wieder ein Unboxing, vielleicht aber auch schon heute. Schauen wir mal, beziehungsweise, ja, also jetzt, da die Aufnahme etwas später kommt, als die Depardella-Aufnahme, die davor lief, ja. Es lief zwar heute alles an einem Tag ab. Das heißt, wenn ihr das Unboxing seht, beziehungsweise gesehen habt, es hat an dem gleichen Tag erstanden, an dem ich die ganzen Depardella-Aufnahmen gemacht habe. Wieso habe ich ein dumpfes Gefühl, dass es wieder nichts Gutes sein wird? Das Unboxing habe ich auf jeden Fall 2 Tage vor dem Video hier rausgekloppt oder einen Tag jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das jetzt öffentlich gestellt habe. Ach Scheiße, wir haben Ruin, Alter. Fick doch die Henne, ey. Ne, komm, warte mal. Ja, sieht mich genau und ich komme auch nicht raus. Ja, als wenn ich noch dann noch eine Chance hätte wegzulaufen, dass du mir denn die das noch gibst, ne? Also sowas Blödes wie dich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Sowas gehört dich bei der Apfelernte tief vergraben. Ich geh krachen, ey. Alter Verwalter. Ja, und falls der Felix frei zuguckst, ey, Digga, nochmal recht herzlichen Dank, ne? Für deine Opfergabe im Stream. Ich wollte eigentlich gestern einen Stream gemacht haben, also am Sonntag, an dem einen Sonntag. Da lief aber Formel 1, da war schlechtes Wetter, ich hatte keinen Empfang. Bin ich beim Nachbarn drüben gewesen, er hat mich direkt auf ein Bierchen eingeladen, holt ein bisschen mehr und dann ich abends dann auch nicht mehr so die Kontrolle oder die Lust zu streamen. Sorry dafür, aber oh mein Gott. Kommt jetzt mal einer hier rüber, ey. Mann, an. Hier, glaube ich, wieder jemanden gesehen, der dahin rennt. Kann man nicht lange fackeln? Aber das ist eine Jacke. Okay, da ist ein Frosch drauf. Los, Kermit, Alter. Lock. Ja, ich bin schon dran. Dürfte jetzt eigentlich gewesen sein. Das Totem. Mit dem
Richtung Hütte. Wollen wir mal aufpassen, dass die nicht hinten rumkommt. Also da oder da. So, I hope so. Weil die Killer können ja heutzutage, können ja rennen hier in dem Spiel. Das ist ja auch nicht mehr normal. Jawohl, und... Ah, nice, dude. So. Sollen nicht alle an einem Fleck machen. Konzentrieren, du Froschkönig. Ja, renn ruhig hin. Renn, renn, es gibt doch... Ja. Ja, um Punkte zu gattern, ne? Also... Ja, Doofheit hat einen Namen. Doofheit hat einen Namen, ne? Quark. Ach ja, Mann, die muss ausgerechnet mittig laufen, ey. Hör doch der Quark auf zu husten. Oh, die hat wahrscheinlich gesehen, dass ich hier oben bin. Nein. Nicht direkt weglaufen, direkt hier bleiben. Meine Scheiß war direkt unterbunden hier. So, ich mach Generator und ich geh da mal helfen. Willi, Digga. Oh! Nicht rein, Virus. Der nächste wird gejagt. Sehr schön. Dass sie mich nicht gesehen hat. Wow, also ich habe echt Glück gehabt. Ich gucke sehr selten in die Kamera. Ich weiß, dass ihr mich seht, aber... Los, komm mit. Komm hier. Ach, was ist das denn für ein Bauer, ey? Er schaut mit der Hilfe, den Generator zu machen. Hey, Leute, danke fürs Mitdenken, ey. Ich vermisse meine Truppe, Alter, meine Community, ey. Die Plu, Ital, C3PO. Jawohl, lass dich schlagen, Stahl. Jo. Funktioniert, ne? Bam, bam, bam. Tick, tick, ting, down, down. Ding. Bam! Give me fight for your right on a party. Jawohl. Oh, ich habe jetzt ein oder zwei Vermarken untergeholt. Ich habe gar nicht mehr mitgezählt jetzt gerade. Es war eine Person, genau. Ihn jetzt. Die andere wurde ja von dem einen runtergeholt. Ne, zwei heruntergeholt. Ich habe die ja da runtergeholt, die einfach ringerannt ist. Diesen Quarkfrosch da. Okay. Oh, ja, hier. Genau die Person. Und ihn, das habe ich Punkte. Ich habe Generator gemacht. Mit ihr. Zwei. Den jetzt. Müsste eigentlich eine Punkte sein. Vom Rangsystem her. Das ist echt doof gemacht. Da musst du echt dich überall mit einbinden. Okay, okay. Sehr nice. Okay, sitzt am Ausgang.
Ja, ich weiß. Gut. Mitgedacht. Der Ausgang dauert ja ewig, Alter. Die haben ja schon so Perk da drin, dass das ewig dauert. Los, Detective Ted. Bro. Yo, Bro. Alter, das dauert, ey. Guck mal, ich kann Kopf reingucken. Dauert auch noch 50, das dauert echt ewig, aber. Ich habe vergessen, den Haken zu sabotieren. Das dauert genauso lange wie. Wie das Tor aufmachen. In dem Punkt hat der Killer. Oh. Nix ist, der Punkte kriegst du nicht, um mich nochmal zu hitten. Kannst du schön machen. Du mir weit den Finger reinkriegst, ey. Oh, guck mal, au, au. Ausgangstor, okay, alles klar. Das habe ich wenigstens schon mal drin. Nice, du. Bam, 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 bam. Okay, ich wollte gerade schreiben, aber von den anderen schreibt ja auch keiner. So, Freunde, hoffe ich, die Runde hat euch soweit gut gefallen. War mal eine ausgesprochen gute Runde und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also haut rein, euer Veros. Ciao mit V.